Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Chris Thailand. Schön, dass ihr alle wieder mit eingeschaltet habt und ich habe mal wieder ein kleines News-Update für euch vorbereitet. Viel Spaß bei dem Video. Und vorab mal kurz eine kleine Frage an euch. Wisst ihr, wie viele Provinzen üblicherweise Südthailand zugeordnet werden? Antwort am Ende des Videos. Beziehungsweise, wenn ihr es schon vorher wisst, schreibt es gerne direkt in die Kommentare. Die Links zu den Artikeln packe ich euch unten in die Beschreibung rein. BangkokPost.com berichtet heute am 18. Juli 2021. Alle Inlandsflüge in Covid-Risikogebiete werden ab Mittwoch eingestellt. Inlandsflüge von und nach Bangkok und anderen Provinzen, die von der Regierung als hohes Risiko durch Covid-19 eingestuft wurden, werden ab dem 21. Juli, dem Mittwoch, ausgesetzt, teilte die thailändische Zivilluftfahrtbehörde, kurz CAAT, am Sonntag mit. Ausnahmen werden für medizinische Flüge, Notlandungsflugzeuge und Flüge im Zusammenhang mit den Tourismus-Wiedereröffnungsprogrammen der Regierung gemacht, heißt es in der Ankündigung. Andere inländische Flüge können nur mit einer Auslastung von 50% fliegen. Und BangkokPost.com berichtet auch noch. 13 Provinzen unterliegen Ausgangssperre. Sperrung bis zum 2. August. Die Regierung wird die bestehende Ausgangssperre und andere strenge Beschränkungen im Großraum Bangkok und in 4 südlichen Grenzprovinzen bis mindestens 2. August verlängern und am Dienstag 3 weitere Provinzen in die Liste aufnehmen. In Bangkok, Nonthaburi, Samut Prakan, Samut Sakhon, Pathum Thani und Nakhon Pathom sowie in den südlichsten Provinzen Narathiwat, Pattani, Songla und Yala gelten seit Montag die Ausgangssperre von 21 bis 4 Uhr und weitere Beschränkungen. Die strengen Maßnahmen werden ab Dienstag auch in 3 weiteren Provinzen Chonburi, Chachoeng Sao und Ayutthaya verhängt, sowie am Samstag die Royal Gazette veröffentlichte, wodurch sich die Gesamtzahl der gesperrten Provinzen auf 13 erhöht. Die Beschränkungen umfassen die Schließung aller Geschäfte in Einkaufszentren um 20 Uhr mit Ausnahme von Einzelhändlern, die als wesentlich erachtet werden, wie Supermärkte, Apotheken und diejenigen, die medizinische und Kommunikationsgeräte verkaufen. Und ich überspringe kurz einen Teil. Von 21 bis 4 Uhr stehen keine öffentlichen Verkehrsmittel zur Verfügung. Die Zahl der Provinzen, die von den Behörden wegen hoher Infektionsraten von Covid-19 unter strenger Beobachtung stehen, wird sich laut Anordnung der Royal Gazette von 24 auf 43 fast verdoppeln. Der Artikel geht noch ein bisschen weiter, wenn ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen möchtet. Wie gesagt, Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, was sagt ihr denn zu dem Ganzen? Schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu den vorgetragenen Themen in die Kommentare. Ja, das war's auch schon wieder von dem News Update. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bleibt alle miteinander gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ach ja, und bevor wir es vergessen, die richtige Antwort ist 14. 14 Provinzen werden üblicherweise Südthailand, ja, zugeordnet.